Willkommen zu einem neuen Video. Heute bauen wir den Lego Velocicoaster-Zug aus Islands of Adventure. Die ganze Bauanleitung wurde von dem Instagram-Nutzer PrickTheKika erstellt. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal sein Profil in der Beschreibung. Und er hat verschiedene Achterbahnen als Lego-Modelle veröffentlicht. Kann man sich dann online die Beschreibung kaufen, runterladen. Habe ich auf dem Laptop auch direkt da. Ich habe es hier von Velocicoaster aus Islands of Adventure, dem neuen Intermimulti-Launch-Coaster, der dieses Jahr in Orlando eröffnen wird. Hat meiner Meinung nach den schönsten Zug, den es in echt gibt. Und deswegen bauen wir davon den ersten Wagen. Ich nehme den ganzen Bau für euch auf, damit ihr das Ganze euch einfach mal anschauen könnt. Falls ihr auch Lust habt, sowas in Zukunft selber zu kaufen und zu bauen, ist nicht gesponsert. Ich habe mir alle Teile selber gekauft. Normalerweise waren es wahrscheinlich so ungefähr 80, 90 € an Lego-Teilen. Aber da ich zum Glück noch sehr viel zu Hause hatte, musste ich nur für euch als Info ca. 40 € für die restlichen Teile bezahlen, die ich mir online bei Pricklink bestellt habe. Hat es auch ein paar Wochen gedauert, bis die alle angekommen sind. Ich habe früher sehr viel Lego bekommen, habe auch noch vieles davon. Dann war es ein paar Jahre ruhig, aber letztes Jahr, wo der erste Lockdown war, habe ich mir auch das Harry Potter Hogwarts Schloss geholt, also wie auf Forbidden Journey, also Adventure. Habt ihr vielleicht auch letztes Jahr in einem Community-Beitrag gesehen, dass ich mir das geholt habe. Also das war wirklich seit vielen Jahren mal wieder, dass ich mir etwas von Lego gekauft habe. Aber heute jetzt 2021 das erste Mal Lego Velocicoaster Zug. Ich bin sehr gespannt. Abgesehen von der Kamera, hier habe ich noch eine GoPro stehen, um das Ganze ein bisschen besser zu filmen. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an und zeige euch zwischendurch mal ein bisschen das Ergebnis und vor allem dann, wie es am Ende aussieht. Das war's mit dem ersten Teil. Das ist das Stück Zweigurtschiene, was ich gebaut habe, und ebenfalls der Untergrund. Aber jetzt kommen wir zum Spannenden, und zwar zum Zug von Velocicoaster. Das Ganze war echt ziemlich einfach zu bauen. Beschreibung ist wirklich super. Sehr wenige Teile, also kann man, auch wenn man nicht viel Erfahrung mit Lego hat, ohne Probleme bauen. Aber jetzt kommen wir auch zum spannenden Teil und bauen das Frontcover. Bild von dem Lego Velocicoaster. Ich bin jetzt fertig geworden und ich habe so ungefähr nicht ganz 2 Stunden für gebraucht. Ist auf jeden Fall echt ein schönes Modell. Ich muss sagen, es ist ziemlich groß, obwohl ich bei den ganzen Teilen, die am Anfang da waren, sogar fast ein bisschen mehr erwartet habe. Aber das ist wirklich relativ massiv gebaut, ist ziemlich stabil. Die Bügel jetzt nicht optimal und die Sitze sind jetzt ein bisschen noch wackelig, aber der Rest ist auf jeden Fall echt schön. Auch unten mit der Zweigurtschiene ist man trotzdem noch. Die verschiedenen Räder rundherum hat es gut geworden, bleibt hier mehr oder weniger auch hängen. Ich habe noch ziemlich viele Teile, ehrlich gesagt, sogar übrig, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich mir im Voraus meine eigenen Teile immer so ein bisschen Karenz rausgesucht habe und es wahrscheinlich auch vom Set her ein bisschen Karenz gibt. Hinten habe ich jetzt zum Beispiel noch so die Andeutung der Kupplung dran gebaut, um mit dem nächsten Wagen zu verbinden. Eigentlich sah es einfach nur so aus und das finde ich dann ein bisschen hässlich, aber normal zieht man den Zug natürlich immer nur nach vorne. Und das Frontcar sieht wirklich super aus, kann ich nichts gegen sagen. Velocicoaster ist wirklich meiner Meinung nach einer der schönsten Achterbahnzüge, die es gibt. Ich bin die Bahn zwar noch nicht gefahren, aber das Teil sieht wirklich super aus.
Und deswegen war es auch das Frontcover, für das ich mich entschieden habe. Im Shop von ihnen gibt es noch sehr viele andere Modelle. Taron sieht super aus, Satra, Karacho, Smiler und viele weitere. Also wenn es nicht so teuer wäre auf Dauer, würde ich mir da auf jeden Fall sogar noch weitere bestellen. Aber auch so einer von zu haben ist echt nice. 40 Euro fand ich dafür auch weitgehend in Ordnung, da ich noch einen Großteil der Teile hatte. Zug- und Versandkosten, es war relativ kompliziert. Habe es auch von 3 verschiedenen Händlern bestellt. Einer davon aus Polen, es hat jetzt ein bisschen gedauert. Bin jetzt aber froh, dass er endlich da war. Und dafür viel Spaß machen, wieder sowas zu bauen. Und ich muss sagen, ich kann verstehen, warum aktuell alle darauf abfahren. Ist wirklich verdammt nice, sowas zu sehen. Und ich bin mir sicher, dass der Hersteller auch noch so viele weitere rausbringen wird. Damit einen ganzen Zug zu haben, wäre natürlich nochmal wahnsinniger. Ist natürlich bei so kleineren Zügen deutlich einfacher. Karacho braucht man nur eins zu kaufen, Smiler nur zwei. Aber hiervon, selbst wenn man nicht den vollen Zug haben will, bräuchte man mindestens nochmal 2 weitere Wagen. Müsste diese nochmal ein bisschen umbauen, weil die dann keinen Frontcar mehr haben. Aber falls man nicht schon Teile im Voraus hat, ist man da bestimmt für einen ganzen Zug bei knapp 300 Euro oder so. Und das wäre dann doch ein bisschen viel. Gibt ja sonst auch diese Coaster Cutouts aus Holz. Sehen ebenfalls nice aus. Das finde ich sogar noch ein bisschen cooler. Aber so ein Coaster Cutout von einem Bio- und einem Hypercoaster Zug habe ich ebenfalls schon einen aufgebaut. Und auch ein Video zu online mit Zeitraffer und so weiter. Könnt ihr euch gerne anschauen. Verlinke ich meine Infocard. Und deswegen würde ich sagen, das war's hier mit dem Aufbau. Ich hoffe, euch hat es gefallen, so eine Übersicht. Der Instagram-Account ist in der Beschreibung, da kommt ihr dann zu dem Link, wo ihr die Sachen kaufen könnt. Ist wie gesagt nur die Beschreibung und die Teile müsst ihr danach selber kaufen. Aber hat sich meiner Meinung nach auf jeden Fall gelohnt, ist es auch nicht gesponsert oder ähnliches, habe ich alles selbst bezahlt, die Teile. Und deswegen wird dieser hier auf jeden Fall irgendwo bei mir auf dem Schrank, auf dem Sideboard, in der Vitrine einen schönen Platz finden. Und dann kann ich sagen, schreibt in die Kommentare, ob ihr euch ebenfalls schon einen gekauft habt und falls ja, welchen. Das würde mich ebenfalls sehr interessieren. Und sonst lasst ein Like da, falls euch das Video gefallen hat, würde den Kanal sehr unterstützen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.